So, ich darf Sie alle ganz herzlich willkommen heißen hier in der Arena am Ischland nach der Begegnung Phoenix Hagen gegen die Young Bikes aus Baunach. Die Begegnung wurde verfolgt von 2011 Zuschauern. Das Spiel endete 72 zu 66 für den Gastgeber aus Hagen. Hier nun die offizielle Pressekonferenz der beiden Cheftrainer. Zu meiner Linken Fabian Villmeter, Trainer der Baunach Young Bikes, und zu meiner Linken Dima Günther, Trainer von Phoenix Hagen. Wie es üblich ist, hat zunächst der Gast das Wort zu diesem Spiel. Bitte schön. Ja, fällt schwer, jetzt ein ganz analytisches Fazit zu ziehen direkt nach dem Spiel. Zunächst Glückwunsch an die Gastgeber, an Dietmar, an sein Team zu dem Sieg. Ich glaube, man muss über das erste Viertel reden. Wir gehen aufs Feld und sehen leider überhaupt nicht gut aus in den ersten 10 Minuten, lassen alles vermissen, was wir uns vorgenommen haben. Transition Defense, Rebounding. Ich glaube, wir waren nach dem ersten Viertel schon 10 Rebounds tief, nach 12 Minuten auf dem Scoreboard 20 tief. Mit einer jungen Mannschaft kann man sich einen besseren Start wünschen. Lief einiges gegen uns, aber die meisten Sachen haben wir verschuldet und da bin ich nicht einverstanden, wie wir uns da präsentiert haben und wie wir aufs Feld gegangen sind. Zweites Viertel gestalten wir dann ausgeglichen, immer noch gefühltermaßen Übergewicht für Phoenix Hagen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir ein paar Anpassungen vorgenommen, haben davon profitiert, dass unsere Zonenverteidigung über lange Phasen gut funktioniert hat, haben eigentlich defensiv alles im Griff. Offensiv immer noch nicht brillant, aber wir kommen langsam ran und da muss ich meiner Mannschaft wiederum ein großes Kompliment machen, die gekämpft hat, sich zurückgekämpft hat und daran geglaubt hat, dass wir vor allen Dingen besser spielen können als in der ersten Halbzeit, aber vor allen Dingen auch daran geglaubt hat, dass das Spiel wieder eng werden kann. So ist es dann auch gekommen und ja, das vierte Viertel geht 13 zu 10 aus. Das ist ja, zwei Schwergewichtsboxer in der 12. Runde. Uns hat definitiv ein Spieler gefehlt, der im Prinzip auch verletzt auf der Bank gesessen hat, der in der Phase nochmal was hätte kreieren können. In Pick-and-Roll-Situationen, in 1-gegen-1-Situationen. Wir haben versucht, Louis Olinde ins Spiel zu bringen. Das war nicht die Königslösung heute, aber auch er kommt aus einer längeren Verletzungspause. Und ja, unsere beiden Guards waren einfach zu dem Zeitpunkt fertig. Und da kam nicht mehr viel, leider. Sonst hätte das Spiel sicherlich auch anders ausgehen können. Aber ist es halt nun mal nicht und somit Glückwunsch an Dietmar und sein Team. Ja, ganz herzlichen Dank, Fabian. Dietmar, das haben wir doch alles vor 14 Tagen schon mal erlebt, nur andersrum, kann das sein? Im ersten Viertel. Ja, genau. Also wir haben uns natürlich vorgenommen, erstmal muss ich sagen, dass die Baunacher wirklich top gecoacht sind und wirklich eine fantastisch talentierte Mannschaft sind, die hier also wirklich gezeigt haben, wie man ein Spiel dann auch noch wieder eng gestalten kann, was scheinbar verloren ist. Das war taktisch dann sehr, sehr gut auf uns eingestellt und wir haben dann eben durch diese Anpassung unseren Rhythmus verloren und kamen dann nicht wieder richtig in Schwung. Natürlich bin ich erleichtert, dass wir das Heimspiel gewonnen haben. Es ist seit über einem Jahr, glaube ich, das erste Heimspiel, was Phoenix zu Hause gewonnen hat. Natürlich haben wir auch 10 Monate nicht gespielt, muss man auch sagen, aber trotzdem fühlt es sich gut an, dass wir das zuletzt geschafft haben. Und die Fans waren auch entsprechend erleichtert und dabei. Aber auf deine Frage zu antworten, ja, wir haben uns viel vorgenommen für dieses Heimspiel. Das letzte Mal ist genau andersrum gelaufen. Karlsruhe hat uns vollkommen überrascht im ersten Viertel, hat uns überrannt. Und wir haben ganz schwer ins Spiel zurückgefunden. Wir haben uns auch alles reingelegt in dieses erste Viertel. Da sollte uns das nicht wieder passieren, das ist uns gut gelungen, aber uns ist es nicht gelungen, konstant, so wie wir in Trier oder in Köln gespielt haben, konstant über 4 Viertel zu spielen, sondern es gelingt immer noch Mannschaften, uns aus dem Rhythmus zu bringen und uns dann auch vielleicht ein bisschen zu verunsichern, sodass wir ja, es unnötig spannend gemacht haben am Ende. Ich denke, die Verteidigung, auch wenn dann Baunach besser getroffen hat, war okay, wenn man also das Gesamtscore von 72-66 sieht. Allerdings erwarte ich auch, dass wir von zu Hause, hier zu Hause dann doch noch ein bisschen flüssiger spielen in der Offense. Ja, ganz herzlichen Dank. Gibt es Ihrerseits Fragen an die beiden Trainer? Bitte schön. Nur daran, dass Baunach, was heißt nur, dass Baunach
ihr aus dem Rhythmus gekommen seid. Ihr habt auch dann, ich glaube, Kraft überhaupt nichts mehr. 0 von 13, 3 angerufen im zweiten, in der zweiten Halbzeit. Ja, es kam, also es schien so, als wenn das ansteckend ist, was dann passiert. Und ja, so kann ein Spiel kippen. Ich meine, das ist hier passiert, das ist gestern in der ersten Liga passiert, in mehreren Spielen. Es ist eben auch eine mentale Geschichte. Und wenn man gerade so ein Spiel wie Karlsruhe hier zu Hause hatte, dann fängt man an nachzudenken, Mensch, das war doch vor 2 Wochen hier genauso. Plötzlich ist diese Unbefangenheit dann weg und dieser Fluss ist dann auch weg gewesen. Weitere Fragen? Hattest du die Besorgnis, Baumach ist ja sogar in Führung gegangen im Schlussviertel, dass das jetzt der Knackpunkt gewesen ist und ihr nicht mehr zurückkommt? Besorgnis kann ich jetzt schwer beantworten. Also natürlich kann es in die eine Richtung, in die andere kippen. Aber wir haben es also bisher in den Spielen, die wir gewonnen haben, tatsächlich immer geschafft, die Big Plays, die entscheidenden Spiele am Ende zu machen. Das ist uns in Köln gelungen, das ist uns in Trier gelungen. Und das ist uns heute auch wieder gelungen. Also da muss ich sagen, dass unsere Starting Five jedes Mal die richtigen Antworten hatte. Weiter bitte. Sehe, das ist nicht mehr der Fall. Dann danke ich Ihnen allen hier heute Abend für Ihre Anwesenheit und wir können die Pressekonferenz nach der Begegnung Phoenixhagen gegen die Young Bikes aus Baunach offiziell beenden. Euch eine gute Heimfahrt und auf Glück im nächsten Spiel.